Das kleine Dorf Vimieiro, 200 Kilometer nördlich von Lissabon. Am 28. April 1889 kommt Antonio de Oliveira de Salazar in diesem Haus als Sohn eines Landarbeiters zur Welt. Mit vier älteren Geschwistern wächst er in ärmlichen Verhältnissen auf. An der ältesten Universität Portugals in Coimbra studiert Antonio Salazar ab 1910 Rechtswissenschaften. Er ist begabt und ehrgeizig und wird bereits in jungen Jahren Professor. Sein Fachgebiet: Wirtschaft und Finanzen. Währenddessen wird die politische Lage immer unsicherer. 20 Staatsstreiche in nur 16 Jahren. 44 Regierungen wechseln sich seit dem Ende der Monarchie 1910 ab. Und der Staat verschuldet sich immer mehr. Am 28. Mai 1926 putscht das Militär und beendet die Erste Republik. Portugal ist nun eine Militärdiktatur. Als Finanzexperte wird der 39 Jahre alte Professor Antonio Salazar ins Kabinett berufen. Er soll den Staatsbankrott und einen drohenden Verkauf der Kolonien verhindern. Er reduziert die Einfuhr von Nahrungsmitteln und erhöht deren Export. Essen wird knapp und teuer. Gleichzeitig hebt Salazar die Steuern an und verhängt sogar einen Lohnstopp. Die einfache Bevölkerung muss hungern. Salazar deckelt die Lebensmittelpreise. Er verschiebt Baumaßnahmen und spart, wo es nur geht. Das Wunder gelingt ihm. In seinem ersten Amtsjahr erwirtschaftet er einen Haushaltsüberschuss und beginnt, die Auslandsschulden abzubauen. Den drohenden Verkauf der Kolonien kann er abwenden. Das verschafft Salazar nicht nur hohes Ansehen. Er genießt nun auch den bedingungslosen Rückhalt hoher Militärs. Ausgestattet mit Sondervollmachten errichtet er eine regelrechte Finanzdiktatur. Er setzte auf eine sehr strenge Politik und kontrollierte den gesamten Staatshaushalt. Auch das Geld, das von den Ministerien ausgegeben wurde. Am 5. Juli 1932 wird der Finanzexperte zum Regierungschef ernannt. Nachdem er den Staat saniert und damit das koloniale Reich erhalten hat, gilt er als Retter Portugals. Als der Diktator die Macht übernimmt, herrscht Portugal noch über zahlreiche Kolonien in der ganzen Welt. Über das rohstoffreiche Angola, Mosambik, Portugiesisch-Guinea und weitere Gebiete in Afrika. Darüber hinaus verfügt die einstige See- und Handelsmacht über mehrere Besitztümer in Portugiesisch-Indien, den Freihafen Macau an der Südküste Chinas und über Portugiesisch-Timor. Portugal ist damals ein armes und rückständiges Land. Es fehlte das Kapital, um die Kolonien, insbesondere Angola und Mosambik, wirtschaftlich zu erschließen. In Italien herrscht bereits seit 1924 der Faschist Benito Mussolini. In Deutschland ergreift Adolf Hitler 1933 die Macht. Drei Jahre später putscht sich General Francisco Franco in Spanien an die Spitze des Staates. Salazar baut seinen Staat nach ihrem Vorbild aus. Nur ihr Personenkult ist ihm fremd. Salazar wandte sich kaum an die Bevölkerung. Und wenn, dann durch Reden im Parlament oder Ansprachen im Rundfunk. Seine Auftritte bei großen Kundgebungen wurden im Laufe der Zeit immer seltener. Das Fest der portugiesischen Jugend 1940. So feiert der Estado Novo, der neue Staat. Auch wenn sich Salazar ungern selbst inszeniert, Massenaufmärsche lässt er choreografieren wie andere Diktatoren seiner Zeit. Und auch sonst bedient sich die Diktatur bei der Symbolik der Faschisten. Von Mussolini übernimmt Salazar den römischen Gruß. Ende der 30er Jahre wächst Hitlers Macht in Deutschland. Der portugiesische Diktator ist gezwungen, sich zu positionieren. Die Nürnberger Rassengesetze der Nationalsozialisten und ihren Antisemitismus lehnt er ab. Bereits 1937 fordert Salazar seinen Botschafter in Berlin auf, portugiesische Jüdinnen und Juden in Deutschland mit allen diplomatischen Mitteln zu schützen. Antisemitismus war in Portugal kaum verbreitet und nichts, was das Regime für politische Zwecke nutzte.
Am 1. September 1939 überfallen deutsche Truppen Polen. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs stellt Salazar vor einer Bewährungsprobe. Während immer mehr Länder in Europa in Gewalt und Chaos versinken, unternimmt der portugiesische Machthaber alles, um nicht in diesen Krieg verwickelt zu werden. Doch als sich 1943 Hitlers Niederlage abzeichnet, wendet er sich den Alliierten zu. Auf den Azoren erlaubt er Großbritannien und den Vereinigten Staaten, Stützpunkte zu errichten, die die Alliierten im Kampf gegen die Achsenmächte nutzen können. Lissabon am 25. Mai 1945. Der Diktator wird als Sieger gefeiert, ohne gekämpft zu haben. Rufe nach Demokratie, wie in anderen Ländern Europas, sollen durch die öffentlichen Auftritte Salazars verstummen. Der Diktator gilt bei vielen Portugiesinnen und Portugiesen als Friedensstifter. Sie glauben, er habe das Land ein weiteres Mal gerettet. Für die westlichen Alliierten war es im Kampf gegen die Sowjetunion fundamental wichtig, dass sie im Südwesten Europas, in Spanien und in Portugal, strategische Partner hatten. Zwei antikommunistische und damit antisowjetische Regime. Bei der Verfolgung von Oppositionellen und Kommunisten kann Salazar auf Hilfe aus dem Ausland setzen. Die Geheimdienste westlicher Staaten wie Frankreich, Deutschland und andere europäische Länder haben Informationen über Exilportugiesen gesammelt und sie an die PIDE weitergegeben. Es gab aber auch eine Zusammenarbeit mit der CIA. Peniche, ein Fischerort an der Atlantikküste. 100 Kilometer nördlich von Lissabon. Die alte Festung ist eines der berüchtigsten Gefängnisse der PIDE. In den 50er Jahren lässt das Regime dort die Zellentrakte weiter ausbauen. Wer sich gegen Salazar stellt, wird verhaftet. Viele werden gefoltert und manche verlieren dabei ihr Leben. 1960, im sogenannten afrikanischen Jahr, erlangen 18 Kolonien in Afrika ihre Unabhängigkeit. Einzig Portugal hält an seinen Gebieten fest, bis ein Jahr später Kämpfe in Angola ausbrechen. Aufständische überfallen portugiesische Farmen im Norden des Landes. Über 1000 Siedlerinnen und Siedler und zahlreiche angolanische Landarbeiter werden getötet. Es ist der Beginn des Kolonialkriegs. Wenige Wochen später ernennt sich Salazar zum Verteidigungsminister und fordert entschlossene Gegenwehr, ganz im Stil eines Kolonialherren. Der Diktator sendet Soldaten. Geplant ist eine schnelle und harte Intervention. Doch das Militär ist schlecht ausgerüstet und nicht auf einen Krieg vorbereitet. Doch Angola ist erst der Anfang. Im Dezember 1961 marschieren indische Truppen in Portugiesisch-Indien ein und annektieren es. Die Portugiesen sind militärisch unterlegen und müssen die indischen Kolonien kampflos aufgeben. . 1963 beginnen Kämpfe in Portugiesisch-Guinea in Westafrika, ein Jahr später in Mosambik, im Südosten des Kontinents. Salazar führt nun Kriege an drei Fronten, tausende Kilometer von Portugal entfernt. Das Vorgehen seiner Armee radikalisiert immer mehr Menschen in den Kolonien. Es kommt zu schweren Menschenrechtsverletzungen und Übergriffen auf die Bevölkerung. Den Sommer 1968 verbringt Salazar wie die Jahre zuvor auf einer Festung bei Cascais. Der Diktator ist 79 Jahre alt. Im August erleidet er einen schweren Schlaganfall. Salazar bleibt pflegebedürftig und ist nicht mehr in der Lage zu regieren.
Im Krankenhaus besuchen ihn europäische Politiker wie der deutsche Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Er erweist nicht nur Salazar die Ehre, sondern auch seinem Nachfolger Marcel Caetano. Der wird bereits im September 1968 zum neuen Machthaber ernannt und führt die Politik des Diktators mit unverminderter Härte fort. Am 27. Juli 1970 stirbt der Diktator. Dem Sarg am nächsten und bis zuletzt an seiner Seite sein Hausmädchen Rosalia Araujo. Über 40 Jahre lang hat Antonio Salazar das Land mit eiserner Faust regiert. Mit ihm stirbt der Kopf des Estado Novo. Das Regime selbst besteht mit Marcel Caetano an der Spitze weiter. Doch die Popularität seines Vorgängers erreicht der neue Machthaber nie. Ein Großteil der Portugiesinnen und Portugiesen ist mit Salazar und seinem Ruf als selbstloser Diener des Volkes aufgewachsen. Am frühen Morgen des 25. April 1974 ertönt aus den Radios Lissabons das Lied Grândola Vila Morena. Es ist das Signal für den Aufstand. Ich wachte um 3 Uhr morgens auf. Meine Mutter hatte mich geweckt. Sie war Schneiderin und arbeitete bis spät in die Nacht. Sie sagte zu mir: Steh auf, ich glaube, es gibt eine Revolution. In den Straßen Lissabons fahren Panzer auf. Die Putschisten besetzen die strategischen Punkte der Hauptstadt, einige Ministerien und den staatlichen Rundfunk. Doch die Soldaten kommen als Befreier und werden begeistert empfangen. Viele Menschen stecken ihnen Blumen in die Gewehrläufe, als Zeichen der Solidarität. So erhält der Aufstand seinen Namen. Nelkenrevolution. Nach 48 Jahren geht die Diktatur kampflos unter. Friedlich, an einem einzigen Tag. Die meisten Portugiesinnen und Portugiesen erleben den Untergang des Regimes als rauschende Feier. Heute erinnert vor allem ihr Untergang an die fast 50-jährige Diktatur. Der Jahrestag der Nelkenrevolution ist ein nationaler Feiertag. Vom europaweiten Rechtsruck ist Portugal weitestgehend verschont geblieben. Die politische Freiheit ist heute selbstverständlich, genauso wie das demokratische System. Und so droht Europas längste rechte Diktatur weiter in Vergessenheit zu geraten.